Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Sky ist am Start und Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Oh mein Gott, habe ich das lange nicht mehr gesagt. Ich habe mich einmal schon mal bei meinem letzten Video, was ich kurz noch genommen habe, beim Japan-Tag-Video bedankt. Und möchte jetzt hier auch nochmal einmal machen. Vielen herzlichen Dank an alle, die gewartet haben, die mich trotzdem abonniert haben. Ich habe mich dabei so weit zurückgezogen, weil ich mich eigentlich eher so auf Stream konzentriert habe, als jetzt auf Let's Plays. Und ich habe kurz vor zwei Minuten gekommen. Das ist ein bisschen zu hart. So. Das sollte funktionieren. Funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Mal alles wieder einstellen hier. Ich werde eher auf Stream konzentriert, weil ich da große Erfolge halt erzielt habe. Hat jetzt auch ein bisschen zurückgegrenzt und ich möchte eigentlich auch gerne wieder auf YouTube halt wieder ein bisschen aktiver sein. Um halt nicht in Vergessenheit zu geraten oder halt nur jetzt nur noch diese Anime-Conventions halt noch hier hochzuladen und sowas. Es soll eigentlich nicht so sowas her, ich will jetzt nicht sagen herabfallen, aber es soll halt nicht einfach jetzt darauf degradiert werden, dass es nur Vlogs oder sowas sind, sondern es soll noch mehr sein, es soll halt, dieser Kanal soll halt etwas Größeres darstellen, halt sprich, es ist halt nicht nur Let's Plays und es ist halt auch nicht nur Reisevideos, sondern es ist einfach alles zusammen. Und ja, wenn ihr gerne gucken wollt, gerne auf Twitch, i6skyline9i ist auch unten in der Infobox immer verlinkt. Hoffe ich zumindest. Und ansonsten, ja, drückt mir das mal Start. Und ich habe einfach ewig nicht mehr jetzt Let's Plays aufgenommen. Es ist halt wieder komplett was anderes. うちはマダラが勢を受け完全なる力を取り戻す。その力は強大にて圧倒的。ナルトもサスケもビジュウすらマダラには届かず深き死の淵へ二人は落ちてゆくのだった。 Das ist der aktuelle Standpunkt, ja. Können hier zwei Wege gehen, einmal den von Naruto und den von Sasuke. Ich weiß, was jetzt halt kommt, deswegen weiß auch, was bedeutet halt Schritt vor. ist natürlich wesentlich was anderes jetzt über Let's Play zu labern, wo ich keinen halt sehe, der mit mir schreibt oder sowas und mich mit denen unterhalten kann. Also wieder komplett was Neues, also wieder komplett was anderes, dass ich mich halt da wieder ein bisschen reinfinden muss. Werde aber jetzt, glaube ich, erstmal mit Naruto weitermachen. Naruto tritt vor, der große Endkampf. Und da wird wahrscheinlich sehr viel Video nur sein. Da halte ich jetzt mal die Klappe am besten wieder. Abschwächen, Naruto. おかげを越す。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ君、連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを。 Diese Erinnerung von Sakura ist natürlich bring mich Taske zurück. Das Eis, woran ich mich bei ihr erinnern kann, aus. Super gut. Dakara, watashi to issho ni tato, Naruto-kun. Massugu, jibun no kotoba wa magenai. Watashi mo. それが忍道だから。
kam in der Serie nicht vor. In der Serie war es ein bisschen anders. Aber das war schon das, die Dünse. Deswegen würde ich sagen, wir machen auch straight mit Naruto weiter. Eine neue Episode freischalten. Jetzt kannst du zwei spielen. Zwei Helden Seite an Seite. Okay. Ich könnte natürlich auch das von Naruto machen, aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier weiter. Zwei Helden Seite an Seite. Hier sind auch wieder drei Episoden zur Verfügung. Das dauert jetzt schon 12 Minuten. Das heißt, sie werden auch wieder einen kleinen Fight erleben. Aber wahrscheinlich erstmal wieder Videomaterial. Da bin ich aber wieder ruhig. お前らが欲しいのはこいつの体の筋。この左目の回収が済んだらこんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。ならそんなとさせるはずないだろう。カカシ、奴は黒舌という名前以外実はほとんど情報が手に入っていません。 ただ、オビトとマダラの配下として、いろいろと暗躍していたようです。だが、ここに来てオビトを裏切った。ええ。つまり奴は、元からマダラしか、主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生!サクラ!一体ナルト!ナルトの中のキュービが抜き取られて! このままじゃ。だから、四代目様、あなたの俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい。大丈夫、すぐに助けてあげるよ。甘いな。貴様。 先生、どうなったんですか。すまない、奴にキュービを奪われてしまった。俺でナルトは死ぬ。すなわち戦争も終わりだ。あとは俺の時間だ。マダラ様。 遅いぞ黒舌、こちらから出向いてやったわ。カカシ、あの姿は。はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません、ですがこいつらからキュービを奪っておきました。<笑>いいだろう、左目と合わせてこっちに持ってこい。 やめておけ、マダラ様がいる限り、お前らは何も。貴様、まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ。 俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に?ここに来て一体何の話をする?あんたにとって俺は何だ?<笑>今更くだらないことを。お前は俺にとって他でもないマダラ。この世界を否定する存在がマダラ。 その思想を胸に行動し、無限月読みの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。
陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎん。チャクラは争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だからだ、俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない。こっちへ来い。マダラよ、今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。貴様、おかげってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間叩くようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺はほかげを語りたかった。もうわかっただろ。お前は内葉オビトだ。これはいただく。カカシ、ナルトを時空間へ運べ。そういうことか。俺もだ。出せろ。迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えばまさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできん。この俺がいるからな。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めの輪廻眼しかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。分かった。それでナルトは助かるんだな。ああ、任せておけ。そして今回は俺がメイン。ここからは俺がメインで行く。お前はバックアップだ。Ernsthaft? Ixto! Chico, du liegst so ungünstig. Okay. Tut mir leid, Kater. Okay, erst dürfen wir endlich batzen. Weiter ist es mir egal, was wir machen müssen. Ich will endlich batzen. Ich hab nämlich keinen Bock vergessen. Oh mein Gott.
Gut.